Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video zum Fall von Arian komme ich nochmal auf ein paar Punkte zu sprechen, zu denen ihr immer in den Kommentaren Fragen habt. Und auch ich habe natürlich Fragen dazu, aber durch diese Informationen, die ich jetzt hier habe, wird es vielleicht ein bisschen klarer. In einem Artikel der Frankfurter Rundschau und der Bild-Zeitung geht es dann um ein Interview, welches man mit dem Kriminalbiologen Dr. Marc Benecke geführt hat. Und da ist die Frage, lässt sich nach so langer Zeit überhaupt noch feststellen, wann genau Arian zu Tode kam? Und Dr. Marc Benecke sagt dazu, das sei möglich. Das Alter bestimmter Insektenlarven gebe dabei exakte Hinweise. Wie so eine Art Stoppuhr, sagte Benecke, weil soweit ich weiß, je nach Verwesungsgrad gibt es dann immer wieder unterschiedliche Insektenlarven und so kann man es dann ziemlich genau feststellen. Und als ähnlich gut sieht Benecke die Chance an, die Todesursache nach 2 Monaten noch zu ermitteln. Ein Verbrechen hätte deutliche Spuren hinterlassen, so sagt er. Verletzungen wie etwa nach Messerstichen finden sich oft als Schaden in den Knochen, zum Beispiel angeritzte Rippen. Schüsse hinterlassen auch viele Spuren, und zwar nicht nur Löcher, sondern auch kaputtes Gewebe durch die Ausdehnung von Gasen im Schusskanal. Auch weniger auffällige Straftaten, wie zum Beispiel das Erdrosseln, ließen sich länger nach der Tat noch feststellen. Denn bei Druck gegen den Hals kann es zu Einblutungen sowie zu Brüchen am Kehlkopf kommen, und diese seien auch Wochen nach der Tat noch zu erkennen. Denn der Kehlkopf zersetzt sich nicht so schnell und das tiefe Gewebe ist vor den Bakterien und Insekten ein wenig geschützt. Wenn die Haut noch erhalten ist, gibt es auch dort Verfärbung, weil sich die Haut durch den Druck verändert. Einen deutlichen Hinweis auf ein Verbrechen gebe auch immer die Kleidung des Opfers. Ist sie zerrissen, weist sie Flecken von Blut, Speichel oder ähnlichem auf. So können Rechtsmediziner ein Verbrechen dann auch relativ schnell ausschließen. Dann geht es um die Frage, ob Arian hätte dort in der Gegend alleine überleben können. Arian war ja Autist und sehr menschenscheu. Und denkbar ist, dass er sich bis zur völligen Erschöpfung versteckt hat und schließlich verdurstet ist. Und falls Arian gelernt hat, dass es sehr schlecht ist, Wasser aus der Natur zu trinken, dann könne er sich an diese Regel viel strenger halten als nicht-autistische Kinder, so sagt es Dr. Marc Benecke. Oder er war ganz grundsätzlich verwirrt, da er die Umgebung nicht kannte, was zu einem Overload, also einer Überlastung, mit geistigem und körperlichem Zusammenbruch und völligem Rückzug führen kann. Vielleicht wusste Arian aber auch nicht, wie oder welches Wasser im Freien oder welche Flüssigkeiten überhaupt trinkbar sind. Dr. Marc Benecke engagiert sich intensiv für Menschen mit Autismus und hat auch zahlreiche Analysen dazu veröffentlicht. Ja, und ähnlich könnte auch die Suche nach Nahrung ein Problem für Arian gewesen sein. Autistinnen und Autisten haben sehr deutliche Nahrungsvorlieben und Abneigung. Das ist viel stärker ausgeprägt als bei Nicht-Autisten, so Benecke. Dazu kann ich euch übrigens die Serie Atypical auf Netflix einmal empfehlen. Dort geht es um das Leben eines autistischen Jungen, der zusammen mit seiner Schwester und seinen Eltern lebt. Also ich bin der Meinung, dass ich durch diese Serie, die teilweise auch sehr lustig ist, sehr viel mehr über Autisten erfahren habe. Also wer Netflix hat und das noch nicht gesehen hat, mögen sich das einmal anschauen. Also wirklich sehr interessant und dort wird auch eben diese Geschichte mit den Nahrungsvorlieben und Abneigungen gezeigt. Also da muss dann auch alles exakt auf dem Teller sein und ein Produkt darf man da nicht von einer anderen Firma kaufen und so weiter und so fort. Also schaut es einfach mal an. Und weiter gibt Dr. Marc Benecke dann an, dass es unabhängig vom Autismus sehr schwer ist, sich in der Natur zu ernähren. Das gelinge auch neurotypischen Menschen kaum.
Beispielsweise ist Gras, anders als ein Kind vielleicht durch die Beobachtung von Pferden und Kühen denken könnte, für Menschen nicht nahrhaft. Andererseits könnte Arians Autismus ihm geholfen haben, Ängste vor dem Wald, der Dunkelheit oder dem Alleinsein weniger stark zu empfinden als andere Kinder. Jutta Berthold, Ergotherapeutin, erklärte dies im NDR. Sie sagte dort, das schont Ressourcen, die er hat. Das heißt, er verbraucht keine Energien, die für ein Überleben draußen wertvoll wären. Dazu hatte ich ja schon mal in einem anderen Video berichtet. Darüber hinaus würden sich Menschen mit Autismus teils weniger ekeln, beispielsweise aus Pfützen zu trinken. Sein Autismus hätte Arian auch das Leben retten können. Das ist natürlich jetzt ein Szenario, das sich stark von dem Szenario von Dr. Benecke unterscheidet. Der sagte aber dazu, ein Widerspruch gebe es nicht. Beides sei möglich. Dabei hänge es von der Gesamtpersönlichkeit der Person ab. Autismus ist eine äußerst komplexe und stark individuelle ausgeprägte Reihe neuropsychiatrischer Störungen. Es gibt nicht sozusagen den einen Autismus, erklärte Thomas Schiracok, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Klinik Josephinum in Augsburg. Es ist auffällig, dass Kinder mit einer hochsensiblen Veranlagung statistisch gesehen häufiger vermisst werden. Auch das Weglaufen von Arian wurde in verschiedenen Szenarien mit seinem Autismus in Verbindung gebracht. Da in den Kommentaren immer wieder gefragt wurde, ob Arians Tod auch nach einer längeren Zeit, also nach 2 Monaten oder mehr, noch festgestellt werden kann und ob es Arian möglich war, noch eine gewisse Zeit zu überleben, habe ich mich entschlossen, noch dieses Video dazu zu machen. Ich denke mal, damit sind einige Fragen beantwortet. Aktuell bekomme ich eine Menge Hate-Kommentare, warum ich diesen Fall von Arian so ausquetsche. Ob ich nur Abonnenten- und Like-Geil bin und so weiter. Dies nervt zwar etwas, trifft mich aber jetzt nicht wirklich. Denn es ist nun mal so, wird der Kanal größer und das eben mit einer gewissen Schnelligkeit, kommen natürlich viele solche Leute dazu. Denn ihnen wird das Video vorgeschlagen und sie wissen halt nicht, wie dieser Kanal funktioniert. Denn wenn ich so einen Fall, sag ich mal, betreue oder darstelle, dann bleibe ich soweit möglich bis zum Ende dran, um wirklich über alles zu informieren und höre nicht irgendwann mittendrin auf, weil ich vielleicht denke, oh, die Views gehen jetzt aber deutlich zurück. Also das ist nicht mein Stil, wie ich solche Fälle dann darstelle. Und ich denke mal, das wissen die meisten auch. Ich möchte euch mit dieser Serie zu dem Fall einfach komplett auf dem Laufenden halten und euch so weit wie möglich jedes Detail mitteilen, welches es medial gibt. Und dies zusammenfassen, damit ihr alle im Bild seid. Und dennoch gibt es immer wieder Kommentare, auch in den neuen Videos, wo ganz klar dargestellt wird, dass es sich nicht um eine Straftat handelt, dass die Polizei nach den Tätern suchen soll. Dann kommen mittlerweile auch die Verschwörungstheoretiker aus den Löchern gekrochen, die eine übergeordnete Organisation oder was auch immer für den Tod von Arian verantwortlich machen. Dann gibt es Verschwörungstheoretiker, die behaupten, Arian gibt es gar nicht. Es hat ihn auch nie gegeben. Sondern dies ist ein konstruierter Fall, der uns nur binden soll, damit wir uns nicht mit anderen Dingen beschäftigen und so weiter. Also es ist echt schon der Wahnsinn, was ich dort zu lesen bekomme. Ich versuche aktuell zumindest alle Kommentare zu sichten und so einen Müll dann auch zu löschen. Es sei denn, es ist so abstrus, dass ich ihn stehen lasse, damit ihr wisst, was in einigen Köpfen so vorgeht. Kurz gesagt, ich verbringe eigentlich aktuell den Großteil der Tage mit den Kommentaren. Deswegen gibt es im Moment auch fast immer nur ein Video am Tag, weil mich der Fall von Arian komplett einbindet. Aktuell sind es aus den letzten 3 Videos rund 1300 Kommentare. Normalerweise komme ich ja auch dazu, eure Kommentare zu liken oder zu beantworten, aber das ist im Moment kaum möglich. Dies tut mir leid. Dies soll aber nicht heißen, dass ihr weniger kommentieren sollt, denn der Großteil der Kommentare sind für mich interessant, aufbauend
und eben auch wichtig für den Kanal. Aktuell kommt wieder der Kram auf, dass Arian bei Pflegeeltern gelebt haben soll. Darauf folgt dann die Frage, wo denn seine leiblichen Eltern sind. Und dann wird in diesen Kommentaren noch ein Zusammenhang vermutet, dass Arian den Pflegeeltern, die es nicht gibt, denn es sind seine richtigen Eltern, zu anstrengend wurde und so weiter. Also hanebüchen. Sie haben es dann irgendwo gelesen, geben sie dann weiter in den Kommentaren an. Fragt man dann, wo sie es gelesen haben, stillschweigen. Ich habe selber mal danach gegoogelt. Tja, und wo könnte dieser Kram herkommen? Natürlich von meiner Lieblingsplattform TikTok. Und dann nochmal ein Wort zum Thema Meinungsfreiheit, auf die sich viele dann recht harsch berufen. Meinung ja, aber diese Grenzen werden oft überschritten und enden in Beschuldigung. Und mir wird dann unterstellt, die gesetzlich verankerte Meinungsfreiheit zu blockieren. Dazu dann nochmal an alle, die meinen, ich blockiere hier die Meinungsfreiheit. Ich verweise hier auf § 164 Absatz 1 vom Strafgesetzbuch. Wer eine falsche Verdächtigung im Sinne des § 164 Absatz 1 Strafgesetzbuch begeht, dem droht eine Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren oder aber eine Geldstrafe. Der Tatbestand der falschen Verdächtigung nach § 164 Absatz 1 Strafgesetzbuch ist mithin in Abgrenzung zum Verbrechen als ein Vergehen ausgestattet. Wenn ihr also schreibt in den Kommentaren, das war trifft eben dieser Paragraph zu. Denn Arian fiel keiner Straftat zum Opfer. Wenn ihr jetzt aber sagt, der oder die waren es, dann ist es eine falsche Verdächtigung. Also im Prinzip rette ich diejenigen damit, deren Beschuldigung ich lösche, vor einer eventuellen Strafverfolgung. Denn was da teilweise über die Eltern geschrieben wird und wenn die Eltern sich das Ganze einmal anschauen und dem nachgehen, kann es für den einen oder anderen schon mal böse enden. Denkt daran, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Also im Prinzip rette ich diejenigen damit, deren falsche Beschuldigung ich lösche. Zum Dank Beschimpfung. Naja, als YouTuber braucht man schon ein dickes Fell, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war es dann, was ich heute zu dem Fall von Arian sagen wollte. Ich hoffe mal, ich konnte damit dann zumindest einige Fragen von euch, die in den Kommentaren aufgetaucht sind, beantworten. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!